Hallo alle zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch die neueste Barbie Birthday Wishes Puppe vor, und zwar von diesem Jahr 2023. Natürlich auch anlässlich zu Barbies 64. Geburtstag. Krass, Barbie ist schon 64 Jahre alt geworden. Und ja, anlässlich zu Barbies Geburtstag möchte ich natürlich auch meinen einen kleinen Beitrag dazu leisten und euch die Barbie Birthday Wishes Puppe vorstellen. Und ich finde, sie sieht auch so auf den ersten Blick schon mal total passend aus. Für dieses Jahr von Barbie. Und natürlich möchte ich noch sagen, dass meine Videos ausschließlich an ein erwachsenes Publikum gerichtet ist, somit nur für erwachsene Sammler, Personen ab 18 Jahren eben. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir auch schon zu der Puppe. Wie man sehen kann, ist einfach alles eben in Pink gehalten. Auch der Hintergrund sind viele pinke Ballons oder auch eine pinke Torte. Und hier steht auch Birthday Wishes drauf. Die Puppe ist auch von Barbie Signature. Und für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Dann ist auch natürlich noch zu erwähnen, dass die Puppe nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet ist, weil da auch kleine Teile drin sind, woran sich eben Kinder verschlucken könnten. Ich habe die Puppe übrigens bei Mattel Creations gekauft. Deswegen sieht auch die Verpackung hinten so ein bisschen anders aus. Da hat die Puppe auch 35 € gekostet. Und hier steht eben Barbie Birthday Wishes, Hurra, it's a wonderful day und so weiter und so fort. Und ja, das finde ich schon mal ganz cool, die Verpackung. Und ja, was mir auch gefällt, ist einfach, dass hier so eine Schleife dran ist. Und ja, das war es eigentlich schon zur Verpackung. Dann werde ich die Puppe schon mal auspacken und dann schauen wir sie uns genauer an. Ich habe die Puppe nun ausgepackt und die Puppe kommt übrigens mit einem Authentizzertifikat und noch einem Puppenständer. Den finde ich übrigens auch sehr schön. Und zwar, ich zeige das euch mal. Und zwar ist der Boden hier einmal pink. Normalerweise ist der meistens schwarz. Und diese Halterung, das ist übrigens auch ein Sattelpuppenständer. Der glitzert so ein bisschen. Also hat so glitzerndes Plastik und das finde ich eigentlich sehr schön. Und die Puppe selbst hat übrigens den Model Muse Körper. Und zwar ist sie auch an fünf. Hat sie 5 Punkte an Beweglichkeit, am Kopf, an den Schultern und natürlich an der Hüfte. Und da ist eben der eine Arm so nach innen gekehrt, der andere zeigt nach außen. Und auch die Beine sind so abgeknickt. Und das Ganze hat einfach so eine etwas, eher mehr so eine Modellierung, die Figur wie bei einem Model. Und die Puppe selbst hat auch sehr, sehr weiche Haare. Die sind eben so schön hellblond. Und die sind echt weich und gefallen mir sehr gut. Da trägt sie noch so eine Art Haarband aus so Plastikperlen. Das finde ich auch sehr schön. Vorne hat sie einen Mittelscheitel. Das Gesicht ist eben Millie, das neue Barbie-Standardgesicht. Und was mir beim Gesicht auffällt und was mir auch gar nicht gefällt, ist, man kann sehen, es ist verpixelt. Und das finde ich geht einfach. Also man sieht es echt eindeutig, das ist verpixelt. Und ich finde, sowas geht einfach nicht für eine Barbie Signature. Da erwarte ich wirklich mehr Qualität. Und vor allem, ich finde, es sieht einfach nicht gut aus, wenn es verpixelt ist. Es ist in meinen Augen einfach ein Qualitätsmangel. Und ich würde mir einfach in Zukunft wünschen, dass es einfach nicht der Fall wäre. Weil gar kein Puppen von Barbie eigentlich. Dann, aber an sich ist es trotzdem ein schönes Gesicht und alles ist auch gut platziert, aber trotzdem, Verpixelung geht einfach nicht. Da trägt sie natürlich auch noch ein wunderschönes Kleid. In Rosa natürlich, mit ganz viel Tülle. Und zwar ist das einmal hier so mit so einer Schleife. Dann hat man hier ganz viele Tüllrüschen. Was mir auch gefällt, ist, dass die Rüschen hinten weitergehen. Man kann das Kleid hinten auch mit Klettverschluss öffnen und schließen. Drunter hat sie nichts an. Dann hat sie noch so eine Schleppe. Was ich hier ganz schön finde, ist auch, dass hier so Rüschen sind. Und auch hier natürlich aus Tüll. Und das sind übrigens 2 Lagen Tüll. Und zwar einmal so unten und noch was drüber. Finde ich sehr gut. Lässt das Ganze sehr hochwertig wirken. Und ja, ich finde das Design wirklich sehr schön von dem Kleid. Vor allem, weil das einfach so typisch Barbie aussieht. So schön pink und fluffig und Tüll und dies und Prinzessin halt. Und dann trägt sie noch einen Ring hier auf der Seite. Den kann man auch abmachen. Und ich hoffe, ich kriege den auch wieder dran, vor laufender Kamera. Ja, geschafft. Und sie hat übrigens auch pink lackierte Fingernägel. Das finde ich sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite auch.
Und sie trägt noch ein paar hohe Schuhe, so als Sandaletten, und die gefallen mir eigentlich auch sehr gut. Und ja, da bin ich eigentlich sehr zufrieden von dem Outfit. Meine Verbesserungsvorschläge wären zum einen, dass vielleicht das Kleid hier unten länger wäre und dazu und halt der Teil eben länger. Die Schleppe kann so von mir aus bleiben, weil ich finde, es würde einfach nach mehr aussehen. Und ja, Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Was ich auch noch schön fände, wäre, wenn die Puppe eben mehr Beweglichkeit hätte, weil ich finde, für 35 Euro, wobei die wahrscheinlich hier bei uns in Deutschland und Europa noch mehr kosten würde. Ich denke, so um die 50 Euro würde ich mir einfach da ein bisschen mehr Qualität erhoffen. Also mehr Beweglichkeit und halt auch eben ein nicht verpixeltes Gesicht. Und dann wäre ich eigentlich auch noch viel zufriedener als sonst. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr schöne Puppe, die ich einem wirklich empfehlen kann, wenn einem halt das Kleid auch gefällt. Ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall, die Puppe günstiger zu kaufen. Und der Preis ist auch in Ordnung bei Mattel Creations, also 35 Euro. Da kann ich mich nicht großartig beschweren. Die Verpackung ist schön. Abgesehen von diesen paar Mängeln wie Verpixelung und mangelnde Beweglichkeit ist die Puppe wirklich sehr gut. Und ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen, dann schenkt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und schreibt gerne einen Kommentar unter das Video. Und abonniert natürlich meinen Kanal, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und feiert gerne auf jeden Fall Barbies Geburtstag. Und ihr wünsche ich natürlich alles Gute zum Geburtstag, Barbie. Du bist natürlich die allergrößte Puppe, die beste Puppe, die man sich nur vorstellen kann. Halt eben die einzige, die ein und alles. Und ja, ich werde mich auf jeden Fall freuen für die Birthday Wishes Puppe vom nächsten Jahr und alle kommenden. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Feiert gut. Tschüss.